Lokomotive Hoya ist die letzte betriebsfähige Lokomotive der ehemaligen Hoya-Sücke-Asendorfer Eisenbahn. Gerade fährt sie mit einem Zug in den Bahnhof Wilsen-Ort ein. Die Schublok am Ende des Zuges ist zwar nicht notwendig, aber schön anzuschauen. Nach der Ankunft in Bruchhausen-Wilsen müssen Wasser und Kohle ergänzt werden. Und jetzt wird die ganze Kohle da reingetan. Thank you.
Die Ausfahrt aus Heiligenberg bietet ein weiteres Mal wunderbare Streckenaufnahmen.